kaufen vielleicht. Ich gehe jetzt runter. Ich habe normale Einkäufe. Wenn du mehr Geld gibst? Nein, du gibst das nur für irgendwas anderes aus. Ja, ich könnte noch welche kaufen. So ist mir jetzt zu und komm mit. Ja, wozu? Ich sterb da eh. Bist nutzlos. Dieses Feuerscheiß. Fang an, Magier zu spielen. Und ich bin tot. Fang an, Magier zu spielen und sei nicht so nutzlos. So, wahrscheinlich hat er sich jetzt schon wieder voll hochgeheilt. Bestimmt. Nein, nein, hat er nicht. Das ist gut. Komm her und helf mir. Dann kannst du ihn nicht töten. Hilf mir lieber und zieh mir jetzt zu. Hilf ich ihn? Du lenkst ihn ab, das ist gut. Dann macht er dir keinen Schaden. Lenk ihn nicht ab. Weil er die... Ja. Stimmt, er macht das auch noch bei deiner Leiche. Ja. Egal, haben wir geregelt. Er macht den Zauber gleichzeitig. Ich treffe ihn nicht oft genug, das ist voll unfair. Stößt ihn wieder zurück, das ist auch unfair. Ich kann nichts mehr zum Heilen, also. Töte mich. 5000 hat er noch. Gib bloß nicht runter. Der heilt sich scheinbar nur, wenn jemand unten ist, würde ich fast mal sagen. Okay. Dann gehe ich nicht runter. Schön, dann schaffst du es hier. Gut, kaufen wir die billigen Heilungstränke. Ich könnte durch mein Holy Water verschwenden, aber die hebe ich mir lieber für später auf. Wenn wir dem richtigen Diablo mal begegnen. Hello, good friend. So, wie wir das Glück haben auf, was war das, Doom? Greetings. Ist das höchste, ja. Ja, er hat jetzt schon 14.000 Lebenspunkte. Sollten die alte Version wieder aufspielen, wo der Batsch auch noch so viel hatte. Ich hab eigentlich schon eine höhere Rüstungsklasse als du, aber naja. Hast du wenig DFE? Ja, 15 habe ich. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Er hat noch 5000. Hat bei mir fast 10.000. Du musst ihn nochmal extra töten. Ohne mich. Okay. Ich gehe auf keinen Fall mehr runter. Warum nicht? Ich habe keine Lust, mehr Erfahrung zu verlieren. Er hat noch 1400 bei mir. Ich habe ihn fast. Ich kaufe mal Holy Water. Full Holy Water. Mach das. Schön ist auch, dass er zweimal Heiltränke hat, statt nur einmal. Also zweimal normale Heiltränke. Kann sowieso nicht mehr reparieren, fällt mir gerade ein. Was? Kann sowieso nicht mehr reparieren, fällt mir gerade ein. Mach irgendein höheres, mach irgendein niedrigeres Level fit. Geh wegen zum Butcher oder so. Greetings! Das ist so einfach. Ah ne, der ist schon tot, ne? Schon fast 5000 verblasen im Mistvieh. Nee, nicht ganz da hinten. Mach mal 3. Ich hoffe, das stimmt jetzt auch. Nicht, dass er bei mir was anderes anzeigt und bei dir und dann gibt es irgendein Problem. Wo ist er denn? 1500. Not enough mana. So, alles gut. Ich bekomme eine beschissene Robe, einen hässlichen Bogen. Und ein Heiltrank und ein Mana-Trank. Danke, Spiel. Oh, ein Bogen. Danke, Spiel. Das war, was ich mir gewünscht habe. Besser? Nö. Der hat nur Scheiße gedroppt. Das ist der letzte Boss, der sollte was halbwegs Anständiges droppen. Blizzard hat keine Ahnung, wie man gute Spiele entwickelt. Ja, nehmen wir besser. Oder ist das böse Helmord? Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Wenn ein normales Spiel auch ist, dann hat Blizzard keine Ahnung, wie man gutes Rollenspiel... Naja, das haben sie eh nicht.
Und es gibt nichts in diesem Raum. Na doch, den Gegner. So, wo geht's denn jetzt Level 25? Leck mich, ich bin weg. So, habt ihr wenigstens irgendeine Belohnung für mich? Hättet ihr vielleicht das Quest vorher annehmen sollen? Welches Quest überhaupt? Wie kommt man das Quest, Kill Diablo? Na, gibt's das überhaupt? Das Zeug ist nicht mal was wert! Oh, Moment, warte mal. Ich glaube, der hat ein paar tausend Gold gedroppt. Oder keine Ahnung. Hello, my friend. Wow, das ist jetzt verarsche, oder? Das ist alles, was man bekommt, wenn man Diablo tötet. Nichts. Naja, du hast es geschafft, ne? Was mit der Belohnung? Wenigstens ein Ausrüstungsgegenstand, der nicht komplett scheiße ist. Oder gibt's hier noch irgendwo was? Das ist sehr unbefriedigend. Ja. Warum wird dieses Spiel gleich nochmal gespielt von Menschen? Also, es gibt ja Leute, die spielen das nicht nur so aus Scheiß, wenn sie Together machen und nur beschissene Spiele im Together spielen, sondern die meinen das ernst. Ich fand es ein bisschen schade, dass es jetzt keinen Text mehr dazu gab oder so. Ja, vielleicht hätte man wirklich einen Quest dafür annehmen müssen. Weiß ich nicht. Gibt auch manche Quests im Multiplayer nicht. Habe ich schon gelesen, nur im Singleplayer. Oh, der Bauer ist entfernt. Ich glaube, das war der Doomflash-Typi. Wow. Wo bist du jetzt hingegangen? Zu den Kühen. Wo irgendwo immer der Bauer war normalerweise. Vielleicht haben sie ihn noch mit einem Update entfernt. Ich glaube, das war der Flash-Doom-Typ. Habe ich doch eben gesagt. Hörst du mir auch mal zu. Gut, suchen wir das Quest zu. Oh, suchen wir das Quest zur Lösung der Aufgabe. Stehst wieder mal im Weg, typisch. Das sieht das überhaupt jemand, dass wir Diablo getötet haben? Hallo? Wie kommen hier überhaupt Menschen in die Stadt? Es gibt keinen Ausgang oder Eingang. Kennt das jetzt nicht. What ails you, my friend? Kane is a true Deine Mutter. Schön, dass wir auch gar keine Quests haben. Ja, ist anscheinend ein bisschen random, ob man da was Gutes kriegt beim Boss oder nicht. Manchmal kriegt man auch nur Scheiße. So wie wir gerade. Kane knows too much. He scares the life out of me. Even more than that. Wenigstens droppt der Geld, das ist ja nichts. Eigentlich. Okay. Nö, interessiert keinen. Es muss doch irgendwie interessiert, dass wir den Typ getötet haben. Die wissen davon noch gar nichts. Die denken immer noch, der lebt. Wir müssen jetzt alle Etagen säubern von allen Gegnern. Hey, interessant, red mal mit der. Und hör mal auf die Stimme. Gossip oder was? Ja. Und was fällt dir auf? Nichts, weiß nicht. Dir fällt es nicht auf, dass die Frau eine männliche Stimme hat. Mhm. Der Fino unterscheidet da nicht. Amen. Was? Kannst du eine männliche Stimme sein? Wenn du mit der Gossip sprichst, ja. Bei mir ist sie weiblich. Aber kein Scheiß.
Also bei mir hat sie sich weiblich angehört. Vielleicht war es eine männliche und hat einen Zug gepitcht, das kann auch nicht sein, aber... Achso, stimmt, bei dir kannst du ja auch nichts einlagern, du, ne? Nee. Das ist doch voll für'n Arsch. Wenn ich sowieso nichts bei dem bekomme, warum soll ich den überhaupt nochmal besiegen? Ich meine, das Spiel ist so schon scheiße, weil du nur Scheiße bekommst von den Gegnern, aber... Im letzten Endboss soll immer noch was mehr bekommen, oder? Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen random, denke ich mal. Vielleicht kriegst du auch mal was Gutes da, aber... Ja, ja aber ja, nicht so. Ich, keine Ahnung, 20 Mal dahin und töte den, bloß um dann vielleicht irgendwann was Gutes zu bekommen. Das wahrscheinlich dann sowieso nicht mehr zu gebrauchen ist, weil ich was Besseres von den Gegnern gefunden habe. Ja, doch. Nein! Das ist totale Idiotie! Warum ist dieses Spiel so beliebt geworden? Bei Diablo 2 gab es immer so Diablo Raid. Dann hat man Warum? Diablo getötet. Um was Besseres zu kriegen. Oder auch Baal Raid nachher. Mit dem Addon. Warum machen Leute so eine Scheiße? Ich meine, ernsthaft. Ich meine, nicht irgendwie im Together, wo sie nur beschissene Spiele spielen, sondern ernsthaft. Warum? Hello, my friend. Bin ich dein Freund? Will ich totschlagen. Hello, my friend. Ja, okay. Dann, wir haben zwar nicht jetzt von 0 bis 1 alles gemacht, aber... Ach, von 0 bis 1. Von 1 bis 24 alles gemacht, aber... Ich habe von 0 bis 1 alles gemacht. 0 bis 1, ja. Ich habe den Patscher getötet. Ich muss immer einen totschlagen. Komm her. Ich kann dich hier draußen nicht totschlagen. Aha. Ich kann ja reingehen, dann kannst du mich da totschlagen. Mal gucken, wie du durchhältst. Ich tippe so auf 3 Schläge. Nee, noch ein bisschen mehr. Ich treff dich auch nicht. Ich kann gut ausweichen. Ich habe eine 120% Hitchance und brauche 50 Schläge, von denen 10 treffen. Was soll denn der Unsinn? So, kann ich dich looten? Nein, ich kann ihn nur weiterschlagen. Ich kann eine Leiche schlagen. Oh, das Brunnen. Dann habe ich wahrscheinlich auch eine 100% Chance auszuweichen. Also ich habe mehr Hit. Ich habe 190% Hit. Ja, 100% Wahrscheinlichkeit zu treffen ist ja nicht genug. Wenn der andere 100% ausweichen hat, dann reicht das nicht. So ein Unsinn. Oh, ich habe einen Fake-Skill. Toll. Oh, Charged Bowls. Habe ich aktuell Spell Level 4. Ach, Scheiße. Und Spell Level 5. Ein Mana Damage 1 bis 93. Toll. 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 Ich mache sehr viel Schaden. Was zu viel BFE einfach, denke ich mal. Hab doch nur minus 23. Wie viele Erfahrungspunkte hat Diablo jetzt gegeben? Keine Ahnung. Nee. Irgendwie habe ich jetzt plötzlich Lust, das Let's Play komplett zu beenden. Ja, das war meine Frage noch. Als ich damit anfing von 1 bis 24, haben wir zwar nicht alles in einen Run gemacht, aber nach und nach quasi. Jetzt halt die Frage, ob wir es beenden wollen oder passieren für die anderen auch noch machen. Passiert darauf, dass man hier gar nichts mehr bekommt, ne? Wenn ich ehrlich gesagt auch keine Lust habe, nochmal knapp 3 Millionen, immer noch fast 3 Millionen Erfahrungspunkte zu sammeln, nur um... dann mal Level 30 zu haben und dann vielleicht, was war das, Doom zeigen zu können? Ich weiß, ich hätte irgendwie mit dem Text oder wenigstens einem guten Gegenstand gerechnet, aber das hier ist doch Verarsche. Ja, ein bisschen schon. Gut, wir haben jetzt auch nicht alle Bücher geholt, die es so gibt. Die man so lesen kann, aber... Ja. Vielleicht hängt das auch damit zusammen. Vielleicht muss man die Bücher lesen,
Irgendwie sagt mir mein Gefühl nein. Ja, ich befürchte es auch. Auch wenn mein Questbook leer ist. Da haben wir Gold, glaube ich nicht. Toll. Das muss reichen. Das ist wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, sag an, du musst das jetzt entscheiden. Ich würde fast sagen, wir beenden das Let's Play. Für immer. Das war hier gerade mehr als enttäuschend. Genug Folgen haben wir ja. Ja. Und ich bin überrascht, dass wir es heute geschafft haben. Hätte ich nicht mitgerechnet. Ja, auch nicht. Aber wir hatten nur Glück, hauptsächlich, weil die Gegner am Schluss so einfach waren. Ja, weil die Gegner ein bisschen random sind. Genau wie alles andere hier ein bisschen random ist. Ja, selbst die Drops beim letzten Boss. Ich heb meinen Spielstand auf, vielleicht wollen wir irgendwann weitermachen. Nein, da musst du leider weiterspielen. Nein, nein. Hier brauchst du was davon? Wahrscheinlich nicht, ich heb mal alles auf. Kann ich überhaupt alles aufheben? Habe ich genug Platz? Ich habe keine Tränke mehr, also kann ich wahrscheinlich alles aufheben. Ich glaube schon, dass da der eine oder andere Sache bei ist, die du brauchst. 13 minus 8 Damage. Das schon mal nicht. Dann nehme ich es wieder. Moment, das war eben Helm, ne? Ja. Was soll ich denn mit dir schreiben? Warum gibst du mir nochmal einen Helm? Ja, weil ich den einmal anlegen wollte, aber nicht, noch nicht konnte. 14 und Damage. Und so weiter. Ist auch scheiße. Bogen brauche ich sowieso nicht. Was? Jeder braucht einen Bogen. Plus 6 zu einem Boden, plus 8. Das bringt es aktuell auch nicht wirklich. Das ist blau, das ist auch blau. Und? Das 14 zum Magic. Blau heißt ja nicht unbedingt schlecht. Ne? Das ist ja auch 14 zum Magic, 100 Manas. Auch nix. Ist doch irgendwas Gutes. Minus 14 zur Geschicklichkeit. Und sowas trägst du. Ganz toll. Naja, ich brauche halt Geschicklichkeit. Minus 14 stand da. Ach so, das habe ich nicht getragen. Nee, nee. Das wollte ich eventuell mal tragen, aber. Wow. Das ist ein sehr unbefriedigendes Ende für ein Let's Play. Und für ein Spiel. Und passt doch, alles wie immer. Ja. Jetzt können wir ja die Collector's Edition von Dungeon Lords spielen. Ja. Könnten wir mal. Nein. Wir können es auch sein lassen. Wir könnten Dungeon Siege 1 mal zusammen spielen. Greetings! Weil das auch so Hack and Slay. Und der zweite Teil ist mit Addon total verbuggt. Bei der zweiten. Den dritten Teil hast du noch nicht gespielt, nehme ich an. Nee. Ich weiß auch, dass bei Dungeon Siege 2 irgendwann der Bug kam, bei Level 80 konnte man nicht mehr zusammen im Multiplayer oder so spielen, irgendwas war da. Ja gut, dann bin ich bei Level 80 raus, ne? Psst, over here. Okay, ich würde sagen, wir beenden das Let's Play. Okay. Das ist wirklich. Nee. Also wenn jemand mal einen gecheateten Charakter, dann können wir nochmal, und der kann uns den mal zuschicken, dann können wir das vielleicht nochmal zeigen, so mit fetter Ausrüstung und Level 50 auf Doom, aber sonst würde ich sagen, nee. Nee. Warum ist der Level 50 wäre ich gerne mal gewonnen, aber es dauert ewig. Ich brauche 12 Millionen Erfahrungspunkte, über 12 Millionen Erfahrungspunkte, um Level 30 zu bekommen. Und für Level 29 habe ich nicht mal 9 Millionen gebraucht. Also ich brauche jetzt 0,9 Millionen. Für Level 29. Für 29. Das ist bei dir, müsste auch irgendwo bei knapp 9 Millionen sein, oder? Ich habe jetzt zurzeit 7,8 Millionen. Ja, das steht auch dran, wo du das nächste Level bekommst. Bei 8,7 Millionen. Ja. 8,7 Millionen. Das heißt, du brauchst... Gott.
3,6 Millionen Erfahrungspunkte für den nächsten Level dann. Über ein Drittel der bisherigen. Nee. 5,9. Ich meine dann von 29 auf 30 meine ich dann. Ach so. Das weiß ich nicht. Nee, danke. Lass ja, mal kurz ist schon ein schöner Anstieg. Völlig absurd. Ihr könnt natürlich jetzt in Purgatory weitermachen, da gibt's ja dann mehr. Aber ganz ehrlich. Nee. Ja. Es reicht. Ja. Das war's mit Diablo. Zum letzten Mal. Schade. Nein. Vielleicht haben wir irgendwann nochmal Lust, dann machen wir weiter. Hey, vielleicht kann ich ja jetzt, wo ich Dings gemacht habe, nach. Vielleicht reicht das ja schon. Boom. Nein. Anymore/yet. Wahrscheinlich, sobald ich Level 30 hätte, könnte ich gar nicht mehr nach Horror. Muss nicht sein. Kann sein, muss nicht sein. Wir werden es leider nicht herausfinden. Tja, nö. Dumm. Egal, das war Diablo. The Hellfire, the Hell. Kannst du die Credits nochmal zeigen? Was? Die Credits kannst du nochmal zeigen. Warum? Nein. Nicht? So bloß die The Hell Credits. Starte 2006. Bin ich alle bin bei? Keine Ahnung, die haben 9 Jahre an dem Kack gearbeitet. Ach du Scheiße. GFX Mordor. War das nicht ein Boss? Keine Ahnung. Das ist nicht der Herr der Ringe, ja? Falsches Spiel, ihr Noobs. Oh. Egal, es kommt eh keine neue Version mehr, von daher gibt es auch nichts mehr Neues und. Wow, war das Spiel scheiße. Was haben sie das gesagt? Ich hoffe, sie meinen das ernst, wirklich. Nee, da kommen scheinbar nur die Felser hell. Sehr gut. Das beendet sich auch gar nicht. Toll. Nein, die anderen Namen. Muss ich klicken. Vielleicht sind die anderen Namen einfach nur in schwarz geschrieben. Ja, genau. Wir haben da, glaube ich, was falsch gemacht. Replay-Intro, Singleplayer, hey. Richtig, hat er da mal zum Testen einen Charakter gestellt, den ermorde ich jetzt erstmal so. Gut, lass uns nochmal von vorne anfangen. Ich nehme dieses Mal einen Mönch. Der klingt so richtig scheiße. Nein. Gut, dann nehme ich einen Paladin. Oder nee, ich nehme einen Gladiator. Egal, das war's mit The Hell zum letzten Mal. Studio 2. Geht gar nicht. Das Spiel ist übrigens scheiße, genau wie Diablo. Wer sowas gut findet, der ist auch scheiße. So. Geht nicht. Willst du noch irgendwas sagen? Nö, tschüss. Gut. Bis zum nächsten Let's Play Together. Nein. Bitte nicht. Oh.